Und herzlich willkommen auf dem Blog des Dialogzentrums Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Mein Name ist Vanessa Berndt und heute geht es um das Thema demenzsensible Architektur in Krankenhäusern. Für diesen Beitrag habe ich mir heute einen Gast eingeladen, und zwar Katrin Büter von der Technischen Universität in Dresden. Sie ist Architektin und hat sich unter anderem in ihrer Dissertation mit dem Thema demenzsensible Krankenhäuser auseinandergesetzt und widmet sich auch nach wie vor dieser spannenden Thematik. Hallo, Frau Büter. Hallo. Vielleicht, Frau Büter, können Sie sich zu Beginn einmal selbst noch mal vorstellen, vielleicht auch, wie Sie zu diesem Thema überhaupt gekommen sind und was Ihnen zu sich einfällt. Ja, gerne. Also ich bin derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an der TU Dresden an der Fakultät Architektur, dort an der Professur für Sozial- und Gesundheitsbauten. Und das Thema der demenzsensiblen Architektur begleitet mich tatsächlich schon eine ganze Weile jetzt. Also ich habe Innenarchitektur studiert in Hannover und habe mich dort schon in meiner Masterarbeit mit dem Thema demenzsensibles Bauen beschäftigt. Jetzt nicht im Gesundheitswesen, sondern eher in Richtung Urlaubsunterkünfte. Also was kann man halt auch für die Angehörigen machen und welche Angebote gibt es da und wie muss man da auch baulich oder gestalterisch darauf reagieren. Und ich fand es einfach damals schon sehr spannend, faszinierend und auch motivierend, dass tatsächlich die Architektur und die Innenarchitektur da einen Einfluss auf die Menschen haben, die erkrankt sind an Demenz, aber genauso auch das pflegende und betreuende Umfeld und dass dieser Einfluss auch irgendwie messbar ist durch Forschung, dass es da tatsächlich auch zahlreiche Studien schon gibt. Und dann war das ja vielleicht eher ein glücklicher Zufall, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich dann fertig war mit meinem Studium, diese Mitarbeit an einem Forschungsprojekt in einer Forschergruppe hier an der TU Dresden ausgeschrieben worden ist. Und dass es da halt eben auch um das Thema demenzsensible Architektur ging und dass ich das somit dann nochmal vertiefen konnte. Genau, das mache ich jetzt quasi seit 2012. Und die demenzsensible Architektur ist halt schon ein Forschungs- und Projektschwerpunkt gewesen jetzt in den letzten Jahren. Wie Sie schon gesagt haben, habe ich dazu promoviert zum Thema demenzsensible Akutkrankenhäuser. Genau, und genau um das Thema geht es ja heute, um die demenzsensible Architektur eben in Krankenhäusern. Kurz nochmal so ein bisschen zu dem Hintergrund. Also man kann sagen, dass sich einfach durch demografische Veränderungen und auch durch eine steigende Lebenserwartung es einfach dazu führt, dass altersassoziierte Erkrankungen wie eben die Demenz immer häufiger auftreten. Und daraus lässt sich ja eben ableiten, dass auch immer mehr von diesen Patienten mit dieser Erkrankung im Krankenhaus versorgt werden müssen. Und die Wahrscheinlichkeit für einen Krankenhausaufenthalt nimmt eben sowieso ja schon mit dem steigenden Alter zu. Und es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass Patienten mit einer Demenzerkrankung sogar noch häufiger ins Akutkrankenhaus eingewiesen werden und dort versorgt werden müssen. Ja, und die Krankenhäuser stehen dann eben vor der Herausforderung, genau diese Patientengruppe adäquat zu versorgen. Und da kann eben eine angepasste Umgebungsgestaltung ja eine Hilfe sein, um diese Patienten gut versorgen zu können. Und wie genau das dann aussehen kann oder wie das gelingen kann, darüber möchten wir dann heute sprechen. Genau. Vielleicht können Sie zum Beginn noch einmal klären, was versteht man denn überhaupt unter demenzsensibler Architektur? Was hat diese für Ziele und vielleicht besonders eben im Krankenhaus-Setting? Na, also ja, demenzsensible Architektur kann man eigentlich ja in dieses Oberthema nutzerzentrierte Architektur eigentlich fassen. Also es geht darum, den Menschen in den Fokus zu stellen. Und bei der Demenz ist natürlich die Menschen, die an Demenz erkrankt sind, die Patienten mit Demenz im Krankenhaus, aber eben halt auch die Angehörigen und die Pflegekräfte, die eben
die Betreuung und Pflege übernehmen müssen, weil die natürlich ja für die Aufgabe auch besondere Anforderungen haben. Aber ja, im Großen und Ganzen geht es darum, wirklich ja, die Bedürfnisse der Nutzer zu erfassen und dann auch baulich umzusetzen, weil die Architektur bietet natürlich die Rahmenbedingungen dafür, dass gute Pflege überhaupt stattfinden kann und kann gute Pflege auch unterstützen. Ja, also ich muss auch sagen, umso mehr ich mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe, bekommt man Gespür dafür wirklich, wie räumliche Gestaltung wirklich Einfluss nehmen kann auf diese Versorgung. Also ich selber arbeite auf einer geriatrischen Station und habe da eben im Alltag die ganze Zeit mit zu tun. Und ja, deswegen fand ich die Thematik auch so spannend, weil ich glaube, dass man sich sonst so in dem Praxisalltag gar nicht unbedingt so diese Gedanken macht, was wirklich ja, räumliche Gestaltung doch was das für eine Auswirkung haben kann und wie das auch die Versorgungsqualität eben verbessern kann. Genau. Vielleicht nochmal im Gegensatz auch zu Altenpflegeheimen. Also dort wird ja diese Thematik schon länger untersucht. Also wie kann man in der Langzeitpflege mit architektonischen Mitteln sozusagen ja, die Versorgung verbessern? Worauf muss man jetzt speziell achten im Krankenhaus? Was sind da für Unterschiede? Ja, ich glaube, der große Unterschied ist natürlich, dass so ein Pflegeheim-Setting natürlich ja, das Wohnen halt bedeutet. Mhm. Und das halt ja auch irgendwie das Zuhause dann für einen gewissen Zeitraum darstellt und auch für einen längeren Zeitraum. Und das habe ich im Krankenhaus natürlich nicht. Da habe ich einen begrenzten, ja, eine begrenzte Aufenthaltsdauer, manchmal ja auch nur ein paar Tage oder meistens nur ein paar Tage. Und ja, auch ganz andere Strukturen. Also es ist ja auf medizinische Prozesse ausgelegt, darauf die, ja, die Patienten zu behandeln und nicht auf dieses Leben und Leben und ja, so diese ganzen Alltagsaktivitäten, die man sonst im Pflegeheim natürlich hat und auch super mit einbinden kann, um da auch für eine ja, sinnvolle Beschäftigung zu sorgen und auch dem Tag Sinn zu geben, das fällt natürlich so ein bisschen dann weg im Krankenhaus, weil die Abläufe da einfach anders sind. Und es macht natürlich einen großen Unterschied aus. Aber dennoch glaube ich, dass man im Krankenhaus viel tun kann und auch durchaus viel lernen kann aus der Altenpflege, beziehungsweise das haben Krankenhäuser ja auch in den letzten Jahren schon gemacht, dass sie auch Ideen aus der Altenpflege, die sich dort etabliert haben, übernommen haben. Also wenn man jetzt an die Spezialstation auch für kognitiv erkrankte Patienten in Krankenhäusern denkt, die übernehmen natürlich deutlich mehr aus der Altenpflege. Also wenn man einen geschützteren Rahmen hat mit einem bestimmten abgestimmten Pflegekonzept und auch einer Alltagsstruktur, einer Tagesstruktur wie gemeinsamen Mahlzeiten, ja, lässt sich die Architektur natürlich da auch anpassen. Aber diese Spezialstation lenkt natürlich nicht alles ab. Also die Anzahl an Menschen mit Demenz im Krankenhaus ist ja deutlich größer, als jetzt Spezialstationen abdecken können. Und es ist auch nicht für jedes Krankenhaus möglich, eine Spezialstation einzurichten oder auch vielleicht auch gar nicht gewünscht vom Konzept her. Ja. Und ja, deswegen denken wir, es ist schon gut, wenn man möglichst viele Bereiche im Krankenhaus und auch Allgemeinstationen anpasst und nutzerzentrierter gestaltet, mit der Demenz auch im Hintergrund. Ja. Ja. Genau, ja, man hat ja heute im Prinzip wirklich auf allen Stationen im Krankenhaus begegnet man eben dieser Patientengruppe. Genau, was Sie auch angesprochen haben, dass man eben auch auf Alltagsstationen oder auf Normalstationen eben verschiedene ja, Elemente gut einbringen kann, wie man sozusagen die Station umgestalten kann, dass sie eben für Demenzpatienten ja oder besser auf die Bedürfnisse der Demenzpatienten eingehen können. Vielleicht können wir ein paar ja, Gestaltungselemente mal benennen für vielleicht die sich darunter jetzt gar nichts vorstellen können. Also was könnte man vielleicht speziell oder ja, auf Normalstationen, die vielleicht ja auch schon bestehen, also es muss ja auch nicht immer ein Neubau sein, was könnte man machen, um ja, das, die Gestaltungselemente eben zu nutzen, um auf die Demenzpatienten besser einzugehen? Ja, ich glaube, es ist relativ viel recht einfach umzusetzen und vor allem, wenn man sich einfach in den, ja,
sich daran orientiert, dass demenzsensible Maßnahmen jetzt nicht nur für Menschen mit Demenz sinnvoll sind, sondern eigentlich für viele Patienten, die sich im Krankenhaus befinden. Und es ist halt für alle Patienten irgendwo ja eine Ausnahmesituation. Wenn ich nicht kognitiv eingeschränkt bin, kann ich mich vielleicht noch eher an die Krankenhausumgebung anpassen und mein Verhalten und leichter adaptieren. Aber grundsätzlich sind die Maßnahmen für viele Patienten im Krankenhaus tatsächlich hilfreich. Also, dass man Orientierung schafft, Selbstständigkeit fördert, Mobilität fördert. Also so ganz banale Sachen wie halt barrierefreies Bauen natürlich, was in Krankenhäusern natürlich schon sehr gut umgesetzt wird, aber auch Orientierungs- und Leitsysteme schafft, dass man sich gut zurechtfindet. Also auch in Mehrbettzimmern weiß, welches ist jetzt mein Bett und mein Schrank und im Badezimmer, wo steht meine Zahnbürste und so weiter. Das kann man natürlich relativ einfach unterstützen. Ja, da gibt es dann wahrscheinlich so farbliche Konzepte zum Beispiel. Genau, dass man halt Leitsysteme durch Farbe oder Beschriftung und so weiter umsetzt oder auch Lichtkonzepte, Lichtleitsysteme. Aber es geht natürlich auch viel darum, dass man halt auch aktiv bleibt während des Krankenhausaufenthaltes. Also, dass man nicht nur im Bett liegt, sondern auch aktiv und mobilisiert wird, um einfach die Fähigkeiten zu erhalten und auch körperliche Beeinträchtigungen jetzt nicht noch weiter auszubauen. Und dazu gehört halt auch, dass man in Krankenhäusern ja auch Möglichkeiten zur Beschäftigung einfach schafft und auch zu sozialen Interaktionen, dass man Begegnungen fördert. Ich denke, das sind sehr, sehr wichtige Punkte im Krankenhaus. Und das heißt nicht nur, dass man irgendwo einen Gemeinschaftsbereich oder einen Gemeinschaftsraum vorhält, sondern man muss sich auch überlegen, wie ist der halt in das Stationsgefüge eingebunden, sowohl räumlich, also dass man eine Nähe halt auch zu den Pflegekräften schafft, dass da eine Interaktion und natürlich auch Beaufsichtigung stattfinden kann und wie man halt dann den Raum auch ausgestaltet, was man dort anbieten kann. Kann man dort auch gemeinsame Mahlzeiten machen oder ja. Genau. Ja, gerade so dieser Aspekt auch mit Sicherheit, das ist ja auch so aus pflegerischer Perspektive immer ein Punkt, was dann sehr beschäftigt oder eben auch wirklich diese Orientierungshilfen, die man gibt, um die Patienten auch wirklich möglichst ja selbstständig ja oder in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen. Genau, da hatte ich auch noch mal was zu gelesen, zum Beispiel, dass man mit Piktogrammen arbeitet, auch zum Beispiel, dass die Patienten selbstständig das Badezimmer auffinden können und Ähnliches. Also es sind oft auch Kleinigkeiten, die dann doch auch den Stationsalltag ja deutlich verbessern können. Ja, genau. Welche Erfahrungen haben Sie denn vielleicht gemacht bei Projekten, wo sowas umgesetzt wurde? Also wie war dann so am Ende die Resonanz? Sowohl jetzt bei den Pflegenden als bei allen im Prinzip an der Versorgung Beteiligten oder auch bei den Demenzpatienten selbst vielleicht? Also wir haben gute Erfahrungen gemacht. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir jetzt die Projekte natürlich auch sehr gut vorbereiten, also dass wir erstmal die Situation ganz gut analysieren, um erstmal die Probleme halt zu identifizieren, die tatsächlich bestehen. Also es ist natürlich schön, wenn man relativ einfache Maßnahmen hat, wie Beschilderungen, Piktogramme und so weiter. Aber man muss natürlich erstmal gucken, ob das überhaupt das Grundproblem ist oder ob vielleicht da auch die bauliche Struktur vielleicht dann doch nochmal angeschaut werden muss oder ob es da eine Veränderung geben muss, um das Konzept dann tatsächlich auch darauf abstimmen zu können und dann auch Ergebnisse erzielen können, was tatsächlich dann auch einen Einfluss hat. Aber ja, bei den Projekten, die wir gemacht haben, hat es bislang sehr gut funktioniert. Wir evaluieren die natürlich dann auch im Anschluss, um zu sehen, ob der Effekt halt stattgefunden hat. Und also meine Erfahrung ist, dass man halt möglichst alle Beteiligten von Anfang an mit einbezieht und auch Maßnahmen erklärt und verdeutlicht, welchen Sinn man da sieht. Und ja, auch die Skepsis vielleicht dann auch berücksichtigt, die natürlich aufkommt, wenn was Neues geschaffen wird. Also wie wirkt sich das dann jetzt vielleicht dann auch auf mich als Pflegekraft aus? Bedeutet es mehr Aufwand und so? Das sind natürlich berechtigte Skepsis, die da dann natürlich aufkommt. Aber
Also unsere Erfahrung ist, dass wenn man das gut kommuniziert und halt dann hinterher auch die Ergebnisse gut kommuniziert, dass das sehr gut angenommen wird und dass die Pflegekräfte selbst und die Beschäftigten im Krankenhaus ja auch selbst sehr viele Ideen haben, um halt die Situation zu verbessern. Und die halt aufzunehmen und dann in ein Konzept zu übertragen, ist ja dann die Aufgabe auch wiederum des der Architektin oder des Architekts. Ja, das finde ich sehr schön zu hören, also dass da eben auch die pflegerische Perspektive gehört wird und gesehen wird und dass man da gemeinsam überlegt. Haben Sie denn das Gefühl, dass diese Thematik in den Krankenhäusern, dass sie mehr angefragt werden, dass die Sensibilität dahin steigt, also allgemein, dass man erkennt, dass man mit solchen Mitteln eben da einiges bewirken kann, so in den letzten Jahren? Ich denke, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Ich denke, dass auch die Robert-Bosch-Stiftung da einen großen Beitrag zu hatte, die ja dieses Förderprogramm Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus über Jahre hatte und da auch Pilotprojekte dann in Krankenhäusern gefördert hat. Ich denke, da ist auf vielen Ebenen, jetzt nicht nur baulich, sondern auch konzeptionell, pflegerisch, in der Angehörigenarbeit sehr viel passiert. Und dadurch ist natürlich auch die Sensibilität in den Krankenhäusern nochmal gestiegen dafür, dass man halt auch Konzepte umsetzen kann und dass manchmal auch mit kleinen Maßnahmen möglich ist, was zu erreichen. Also das merkt man auf jeden Fall. Ja, das ist sehr schön. Ja, Sie haben ja auch gemeinsam mit Ihrer Kollegin Frau Marquardt ein Handbuch entwickelt mit Planungshilfen für eben demenzsensible Krankenhausbauten. Da werden dann wahrscheinlich auch nochmal so konkrete Vorschläge für die Krankenhäuser gemacht oder was muss man sich darunter vorstellen? Was führen Sie in diesem Handbuch auf? Genau, also das Handbuch ist eigentlich ja so eine Art Zusammenfassung jetzt der letzten Jahre an Forschungsarbeit, die wir dort betrieben haben und auch der Projektarbeit. Wir haben halt versucht, da alle Erfahrungen einfließen zu lassen und auch die Erfahrungen eben aus den Pilotprojekten, die von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert wurden, einfließen zu lassen und ja, so eine Art Planungshilfe für natürlich Architekten und Architektinnen in erster Linie rauszugeben, aber natürlich auch allen anderen, die am Planungsprozess beteiligt sind. Und ja, es geht los mit einer groben Einführung in das Thema natürlich und welche Ziele man mit demenzsensibler Architektur versucht zu erreichen. Also Sachen für Patienten mit Demenz, natürlich Selbstständigkeit zu fördern, Mobilität und Aktivität zu fördern, aber halt auch irgendwie Sicherheit zu geben, auch emotionale Sicherheit, Angehörige mit einzubeziehen, also denen auch zu vermitteln, dass sie willkommen sind im Krankenhaus und auch sich auch einbinden können in die Pflege und Betreuung, wenn sie das möchten. Genauso wie jetzt die Pflegekräfte zu unterstützen, ihre Arbeit zu tun, aber sich vielleicht auch Möglichkeiten zu geben, sich mal zurückzuziehen. Und wir haben dann aus der Forschungsperspektive und Praxis haben das versucht zusammenzuführen und ja so eine Art Entwurfsprinzipien abzuleiten und zu erklären, also dass man versteht, welchen Umfang haben halt auch demenzsensible Maßnahmen, dass es jetzt nicht nur um Beschilderung geht, sondern dass es eigentlich bei der Grundrissstruktur schon anfängt, also dass man übersichtliche, klare Strukturen schafft, damit Orientierung halt auch gut funktioniert oder dass man auch Pflegekräften die Möglichkeit gibt, halt eine Übersicht über das Stationsgestehen zu haben und so weiter. Also dass es quasi vom Baulichen anfängt und dann weitergeht über innenraumgestalterische Maßnahmen wie Lichtfarbe, Kontraste, Leitsysteme, aber dann auch so Raumqualitäten beschrieben, wie halt ja, die Raumatmosphäre oder auch ja, Reizdichten, das, glaube ich, auch ein wichtiges Thema ist, dass man unterschiedliche Raumqualitäten einfach anbietet. Und diese Entwurfsprinzipien werden dann in einem Kapitel halt übertragen auf konkrete Funktionsstellen im Krankenhaus, also auf die Notaufnahme, auf die Krankenhausstation, auf Patientenzimmer und Aufenthaltsbereiche und haben da auch die Erfahrung aus den Praxisprojekten mit aufgenommen, um einfach zu zeigen, wo kann das jetzt Anwendung finden auch, und auch konkreter zu werden. Aber
ja, wir wollen natürlich jetzt nicht irgendwie eine Lösung vorgeben und sagen, so sieht demenzsensible Architektur aus. Ich denke, das ist auch gar nicht möglich, sondern wollen einfach Anregungen bieten und Inspirationen, dass man ja, über gewisse Anforderungen nachdenkt und auch in den Kontext dann des eigenen Projektes setzt und daraus dann eine gute Lösung entwickelt, wie es dann im konkreten Projekt und Haus dann auch funktionieren kann. Ja, sehr spannend. Ich habe auch reingeschaut und ja, also es wird dann nochmal deutlich konkreter, was Maßnahmen eben sein können. Ja. Genau, also ich kann gerne auch ein paar Beispiele nennen. Also wenn man jetzt über die Notaufnahme nachdenkt, ist es natürlich eine sehr, sehr stressige und auch angstbelastete Situation, über die Notaufnahme ins Krankenhaus zu kommen. Und da haben unsere Forschungen einfach gezeigt, dass dort ja, so ein geschützter Wartebereich für Patienten mit Demenz und Angehörigen gut ist oder auch gewünscht ist von den Angehörigen und Patienten, wo sie ein bisschen geschützter sind, abgeschirmt ein bisschen von diesem ganzen Trubel, der da stattfindet, aber vielleicht auch ja, eine Kontaktperson irgendwie in Reichweite haben, in Sichtweite, dass das Sicherheit bietet. Genau, das sind dann so konkretere Themen, auf die wir eingehen in dem Buch. Ja, im Krankenhaus gibt es ja dann noch verschiedene Fachbereiche auch, die dann unterschiedliche Anforderungen einfach auch mit sich bringen, ja. Aber genau. Ich könnte mir eben auch vorstellen, dass wirklich, ja, alle im Prinzip von diesen Maßnahmen auch profitieren, also nicht nur eben jetzt Patienten mit Demenz, sondern generell alle Patienten. Es ist ja für, wie Sie auch gesagt haben, es ist für alle eine Ausnahmesituation, im Krankenhaus zu sein. Und ja, aber eben auch für die Mitarbeiter kann das Erleichterung bringen, aber auch für Angehörige, ja. Also eigentlich aus allen Perspektiven kann man da ja Positives rausziehen, genau. Da vielleicht dazu nochmal, es gibt ja jetzt auch so dieses Stichwort Universaldesign, also so ein Design zu schaffen oder eine Architektur zu schaffen in unter anderem Krankenhäusern, so ein barrierefreies Design, was sozusagen erstmal alle ja, Patientengruppen anspricht, aber eben auch die Mitarbeiter, Angehörige und so weiter. Würden Sie sagen, dass dennoch demenzspezifische oder sensible Architektur an der Stelle sinnvoll ist? Oder sollte man vielleicht zukünftig eher zu seinem universellen Design kommen? Oder was könnte das für Vorteile haben? Also ich glaube, dass tatsächlich universelles Design relativ schwierig ist umzusetzen, weil es dann doch manchmal Anforderungen gibt, die sich die einfach im Konflikt zueinander stehen. Also wenn ich jetzt an die demenzsensible oder altersgerechte Architektur denke, da ist ja die Empfehlung halt eine gute Beleuchtung zu schaffen und auch eine hohe Beleuchtungsstärke, damit eben ältere Menschen gut sehen können, weil die einfach aufgrund der Veränderung des Auges im Alter auf eine höhere Beleuchtungsstärke angewiesen sind. Das steht, kann halt schon auch im Konflikt stehen mit den Anforderungen von jetzt jungen Pflegekräften, für die so eine hohe Beleuchtungsstärke dann vielleicht auch einfach zu hell ist, die sich dann eher geblendet fühlen. Ich denke, da ist es wichtig, dass man das einfach gut kommuniziert und sagt, warum ist das jetzt so hell, oder vielleicht auch die Möglichkeit gibt, das dann auch selber anzupassen. Also wenn jetzt kein Patient anwesend ist, dass man das dann als Pflegekraft dann auch unterstellen kann, aber man muss natürlich wissen, dass man es dann auch wieder hochstellt, wenn dann wieder ein Patient kommt. Mhm. Ich denke, da ist es einfach gut, das zu kommunizieren. Genau, also universelles Design ist, glaube ich, schwierig, aber ich denke, dass man jetzt demenzsensible Architektur oder Design jetzt auch gar nicht so immer speziell unter dem Thema fassen muss. Also ich denke wirklich, das Selbstzentrierte ist einfach wichtig. Und ich glaube, man muss es halt auch nicht immer demenzsensibel nennen, weil es vielleicht dann auch Vorurteile einfach generiert oder sich auch Menschen, die nicht an Demenz erkrankt sind, dann irgendwie ja dann nicht wohlfühlen. Ich glaube, es ist eher wichtig, dass man ja eine Gestaltungssprache findet, die für viele Menschen funktioniert. Mhm, ja. Ja, also dass man jetzt nicht mit Stereotypen auch einfach arbeitet, sondern da wirklich was schafft, was einfach gut abgestimmt ist, was einfach ganz selbstverständlich aussieht,
wo man nicht denkt, ach, das ist jetzt demenzsensibel, sondern man einfach denkt, okay, das ist jetzt gute Architektur und das funktioniert für mich genauso wie für jemanden mit Demenz. Also Orientierung zu schaffen, eine Ablesbarkeit zu schaffen, irgendwie ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, das sind einfach Aspekte, die für viele Patienten tatsächlich auch gut funktionieren und wichtig sind im Krankenhausumfeld. Ja. Genau, also dass eben vielleicht nicht nur das Funktionelle im Vordergrund steht, sondern eben, dass man sich wirklich genau anschaut, welche Bedürfnisse haben die Patienten eigentlich im Krankenhaus und wie können wir da eben mit Gestaltungselementen, wie können wir da was Positives bewirken? Ja, das denke ich auch. Also dass es nicht immer demenzsensibel sein muss, aber dass es an manchen Stellen doch auch sinnvoll ist, also speziell für diese Patientengruppe dann Dinge umzusetzen. Ja, ich glaube einfach, wenn demenzsensible Maßnahmen gut umgesetzt sind, dann fallen sie einfach nicht auf. Wenn sie gut eingebunden sind in ein gutes Gesamtkonzept, dann wirkt es halt ganz selbstverständlich und da muss man gar nicht über demenzsensibel sprechen, sondern dann ist es halt ein nutzerzentriertes oder patientenzentriertes im Krankenhaus. Ja. Genau. Ja, so könnte man es, glaube ich, sehr gut benennen. Ja. Aber man muss natürlich die Bedürfnisse zu verstehen und es macht Sinn, dabei Menschen mit Demenz anzufangen, weil die natürlich eine sehr vulnerable Gruppe einfach im Krankenhaus darstellen. Ja, auf jeden Fall. Und Bedürfnisse dann auch haben. Genau. Ja, vielleicht noch einmal zu der Perspektive auch von den Pflegenden. Also Sie betonen ja auch immer wieder, dass es so ein Gesamtkonzept sozusagen im Umgang mit Menschen mit Demenz in den Krankenhäusern allgemein geben muss, dass das wichtig ist und dass nicht die Architektur alleine sozusagen die Versorgung als solches verbessern kann. Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen, was Sie damit meinen, also mit so einem Gesamtkonzept. Ja, also die Architektur bietet natürlich nur die Rahmenbedingungen für die ganzen Prozesse und Pflegeabläufe und ja für das Leben auf der Krankenhausstation oder im Krankenhaus. Und deswegen kann man es einfach nicht losgelöst sehen von dem, was tatsächlich passiert und was man vielleicht auch aus pflegerischer, medizinischer Sicht für Ziele einfach verfolgt. Und deswegen denke ich, dass es wichtig ist, sich da gut abzustimmen und das gut abzusprechen, was tatsächlich gemacht wird und welche Folgen das dann auch hat auf die Prozesse und Abläufe, auf das Leben auf der Krankenhausstation. Also das ist eigentlich damit gemeint, dass Architektur nicht losgelöst gesehen werden kann, sondern immer im Zusammenspiel mit organisatorischen wie auch sozialen Aspekten gesehen werden muss. Ja, also die Architektur kann sozusagen einen Beitrag dazu leisten, die Versorgung zu verbessern, aber eben nicht alleine. Genau, also so einfach ist es dann leider doch nicht. Genau, leider nicht, genau. Auch das hat eben seine Grenzen, ja. Genau, was würden Sie vielleicht sagen allgemein, was sind so Hindernisse, dass solche Konzepte halt vielleicht auch vermehrt dann umgesetzt werden? Also sind das dann eher so Kostenfaktoren oder was spielt da eine Rolle, warum vielleicht viele Krankenhäuser sich damit noch gar nicht so auseinandergesetzt haben? Sind vielleicht einfach Unwissen darüber, was demenzsensible Architektur ist und auch kann. Vielleicht auch Vorurteile, dass man jetzt denkt, es kostet jetzt furchtbar viel oder ist ein Mehraufwand und so weiter. Oder ja, dass man halt irgendwie auch nicht sich den Stempel aufsetzen möchte, Demenz jetzt nur demenzsensibel zu sein, sondern man möchte ja alle Patientengruppen oder halt auch andere Patientengruppen ansprechen und halt dann nicht den Stempel haben. Aber ich denke, wenn man das einfach ein bisschen offener sieht und demenzsensible Architektur eher als nutzerzentriert sieht, mit einem Mehrwert für viele Nutzer, ist das schon mal einfacher umzusetzen und ja auch zu sehen, welchen Einfluss das tatsächlich haben kann. Auch jetzt nicht nur die Patienten, sondern auch auf die Pflegekräfte. Also in einem Projekt, das ich jetzt im Rahmen meiner Dissertation evaluiert habe, hat sich schon auch gezeigt, dass die Arbeitszufriedenheit des Personals halt gestiegen ist. Und sie das Gefühl hatten, sie können eine bessere Pflege und Versorgung leisten für die Patientengruppe, dass sie zufriedener waren und sich nicht so stark belastet gefühlt haben durch die Pflege. Also es hat
vielfältige Nutzen. Genau, und zu den Kosten, es kommt halt immer darauf an, was man jetzt tatsächlich umsetzen möchte und muss. Es wäre jetzt nicht richtig zu sagen, es kostet nichts, wenn man irgendwas Bauliches verändert, aber vieles lässt sich halt auch mit kleineren Maßnahmen umsetzen und vieles lässt sich auch innerhalb von den regulären Renovierungsarbeiten, Instandhaltungsmaßnahmen in den Einrichtungen auch umsetzen. Also man muss jetzt nicht immer komplett alles über den Haufen schmeißen, sondern einfach sich auch, wenn man sich ein Ziel setzt oder auch einen Stufenplan erarbeitet, dann lässt sich halt auch vieles so nach und nach einfach umsetzen. Ja, dann hoffe ich auch, dass wir einen Beitrag dazu leisten konnten, jetzt mit diesem Beitrag auch, dass einfach die demenzsensible Architektur oder die Möglichkeiten eben, die dahinter stehen, vielleicht mehr gesehen werden und dass sich vielleicht mehr Krankenhäuser auch damit mal beschäftigen, mit dieser Thematik allgemein. Und ich glaube, wir konnten auch herausstellen, dass eben auch mit kleinen Veränderungen zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung gemacht werden kann. Und ich glaube auch, wenn man sich erstmal überhaupt mit den Möglichkeiten beschäftigt, dass man dann vielleicht sich auch traut, da dann mehr auch nach und nach vielleicht umzusetzen. Genau, was Sie jetzt auch nochmal angesprochen haben, dass man nicht immer sofort vielleicht alles in Angriff nehmen muss, sondern dass es manchmal dann auch die kleinen Dinge schon machen können und überhaupt erstmal die Überlegung in diese Richtung. Ne? Genau, also ich denke, wenn man offen ist, auch für Veränderungen und versucht, alle mit einzubeziehen, dann lassen sich da wirklich ganz tolle Projekte auch entwickeln, die zukunftsfähig sind. Ja, genau. Ja, super. Dann würde ich vielleicht das Gespräch auch an dieser Stelle beenden wollen. Frau Büther, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute für diesen Beitrag genommen haben. Haben Sie noch irgendetwas, was Sie am Ende noch loswerden wollen? Nein, ich würde mich auch bedanken für das Gespräch und die Einladung. Freue mich, wenn es ein bisschen dazu beiträgt, dass sich noch ein bisschen was tut in der Thematik. Ja, super. Ja, und wenn Sie noch mehr zu dieser Thematik demenzsensible Architektur erfahren wollen, dann besuchen Sie uns gerne auf dem Blog des Dialogzentrums unter www.dzla.de. Dort werden Sie noch weitere Beiträge zu dieser Reihe demenzsensible Architekturen in Krankenhäusern in auch verschiedenen Formaten finden. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir Sie dort begrüßen können. Ja, bis bald und machen Sie es gut.